Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Drackensack. Ja, können wir eine etwas nettere Haltung einnehmen, bitte? Wie lösche ich was aus dem? Keine Ahnung, wie ich was aus der Menüleiste lösche. Doof. Egal. Gut, ja, wo war ich? Ja, genau. Wir sind in der letzten Folge endlich in Ferdok angekommen. Da haben wir uns auf dem Weg zum Prios Platz gemacht. Ja, Ferdok Prios Platz. Und das hier scheint Ardos Anwesen zu sein. Ein bisschen verstaubt, würde ich sagen. Und zugehämmert. Geht bitte weiter. Dieses Haus ist per Dekret der Stadtwache nicht zu betreten. Und wir dürfen nicht mal rein. Nicht zu betreten, was soll das heißen? Mein Freund Ardo vom Eberstamm wohnt hier. Ich muss euch leider schlechte Kunde tun. Euer Freund wurde ermordet am Hafen aufgefunden. Wir durchsuchen gerade das Haus nach weiteren Hinweisen zu der Untat. Es besteht nahezu kein Zweifel mehr, dass auch er ein weiteres Opfer einer Reihe von Morden ist, die Ferdok zurzeit in Unruhe versetzt. Ich darf euch keinen Zugang zum Haus gewähren, solange die Untersuchung nicht abgeschlossen ist. Das kann nicht sein, er hat mir erst kürzlich noch einen Brief geschickt. Ich sollte ihn hier in Ferdok besuchen, schrieb er, und jetzt soll er tot sein? Ich begreife das alles nicht. Das kann nicht wahr sein. Ich will alles über diese Morde wissen. Es tut mir wirklich leid um euren Freund, aber ich kann euch nicht weiterhelfen, selbst wenn ich wollte. Die Untersuchung der Morde sind Verschlusssache der Stadtgarde. Irgendjemand muss mir doch Auskunft geben können. Verdammt, ihr könnt mich doch nicht einfach so stehen lassen wie dahergelaufene Pöbel. Ja. Einladung eines alten Freundes abgeschlossen. Morde in Ferdok erhalten. Verzeiht, es war nicht meine Absicht, euch zu beleidigen. Die einzige, die euch im Augenblick behilflich sein könnte, wäre die Wachthauptfrau unserer Stadtgarde, Bala Dorkenschild. Sie leitet die Untersuchung der Mordserie. Sie sollte im Wachhaus sein, nicht weit von hier entfernt. Ich zeige euch den Stadtwache auf eurer Karte ein. Da wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als sie aufzusuchen. Auf bald, Wache. Seid ohne Sorge, Breno. Ja, egal was auch geschehen mag, ich werde euch bei der Suche nach dem Mörder des Freundes helfen. Die schwöre ich bei der Ehre Rondras. Ich danke euch, Rulana. Kommt, gehen wir. Ja. Also Rulana ist schon mal, bleibt schon mal bei uns. Ja, die Einladung eines alten Freundes. Was für ein ernüchternder Empfang. Schlimmere Nachrichten hätten mich jetzt nicht erreichen können. Wenn ich doch nur er hätte kommen können. Vielleicht würde Ardo noch leben. Was ist, wenn er nicht mich genau wegen dieser Sache sprechen wollte, wegen der er jetzt sein Leben lassen musste? Ich muss herausfinden, was passiert ist. Ardo soll nicht umsonst gestorben sein. Ja. Der gute Ardo vom Eberstamm ist tot. Wisst ihr, das war so für mich eine der blödesten Sachen für Drackensack am Fluss der Zeit. Man lernt da Ardo kennen und man weiß genau, was schon mit ihm passiert. Ja. Deswegen habe ich die Spiele jetzt verkehrt herum let's played. Mit sehr viel Abstand. Ja, Mord in Ferdok. In Ferdok herrscht Unruhe. Eine grausame Mordserie erschüttert die Stadt und kostete schon 3 Menschen ihr Leben. Von den Tätern ist weit und breit keine Spur. Augenzeugen gibt es keine und so schließt man Tür und Turm, sich sicher zu fühlen. Dabei sind die Mörder doch schon längst in der Stadt und schon niemanden, ganz gleich ob Graf oder Bettler. Gehe zur Wachstation und sprich mit Bala. Die Wache vor Ardos Haus konnte mir nicht wirklich weiterhelfen und habe mich stattdessen an Wachraum von Bala Dorkenschmidt verwiesen. Sie soll sich im Wachhaus unweit des Priorsplatzes aufhalten. Ich muss sie aufsuchen und um Informationen bitten. Vielleicht ist alles nur ein großes Missverständnis. Ja. Hier gibt es überall Städter. Bei Prios, wo ist die Inquisition, wenn man sie einmal braucht? Diesen Morden muss ein Ende bereitet werden.
Grato Helmbrecht, zu euren Diensten. Ich habe Rüstungen aller Art. Also, er ist Rüstungsschmied schon mal. Praktisch. Können wir überhaupt was noch tragen? Ja, wir könnten Beinschienen tragen. Und Schultern, aber jetzt gerade. Na komm. Hat er Schultern überhaupt? Nein. Tellerhelme und Lederkappen. Er hat Beinschienen und Lederbeinschienen. Naja, die Lederbeinschienen können wir drüber tragen. Hierfür müssten wir... Nur für Geschlecht weiblich, ja. Ich nehme die Sache in die Hand. Also eigentlich nur für sie? Okay, dann brauchen wir jetzt erstmal nichts von dir. Wir können mit dem Praios-Gelehrten reden. Praios möge euch erhellen. Wie kann ich euch helfen? Er will weiter. Mein Name ist Breno Yasunistu. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Natürlich, fragt doch. Erzählt mir eure Gottheit, Praios, den Sonnengott. Praios ist der höchste Gott der 12 Götter, des 12 Götterpantheons. Er ist sowohl Gott der Sonne als auch Gott des Gesetzes und der Herrschaft. Ihm geweiht ist der erste Mond im aventurischen Jahresverlauf. Wollt ihr mehr wissen? Gerne, Ehrwürdiger. Ich möchte mehr über euren Gott erfahren. Praios, König und Herrscher der Götter, ist ein unerschütterlicher Götterfürst, der jeden Tag in unveränderlicher Ordnung seine Bahn über den Himmel zieht. Seine Farbe ist das Gold, seine Boten und Symboltiere sind die Greifen. Zu seiner Gefolgschaft zählen die Halbgötter Kuri und Horas. Ich würde gerne noch mehr Dinge von euch lernen. Natürlich, fragt doch. Erzählt mir über die Praios-Kirche. Die Kirche des Praios ist die Gemeinschaft des Lichtes, eine streng geordnete Hierarchie, die in ganz Aventurien vertreten ist. Wollt ihr mehr wissen? Gerne, Ehrwürdiger, bitte erzählen. Die Gemeinschaft des Lichts umfasst neben den normalen Geweihten auch die Heilige Inquisition, die nach Schwarzmagiern und anderen gotteslästerlicher Zauberei, vor allem aber nach Heretikern in den eigenen Reihen forscht. Denn die Macht der Magie ist in den Augen der Praios-Geweihtenschaft eine lästerliche Bestrebung, die göttliche Macht nachzuäffen und das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Ja, ich würde gerne noch mehr Dinge von euch erlernen. Fragt doch. Danke für eure Zeit, Ehrwürden. Also ja, wir können hier die Straße wieder zurückgehen. Wir können aber auch mal in den Praios-Tempel gehen. Ja, im Praios-Tempel sitzen allerdings irgendwie nur Städter. Können aber trotzdem einmal rundherum gehen, um ihn aufzudecken. Hier ist eine Gruft, so wie das aussieht. Also ja, war mal gerne so gang und gäbe, dass sehr hohe Leute der Kirche hier direkt bestattet werden und ihre Gräber zugänglich sind, damit die Leute dort beten können. 12 göttliche Unterweisung. Ich glaube nicht, dass wir jetzt... Praios zum Gruße. Was ist euer Begehr? Also, dass wir jetzt unbedingt näher auf solche Bücher eingeben müssen. Ja, wer ist dieser Geber von Punin? Also den sehen wir da hinten. Der ist am 29. Travia 589 nach Bosporas Fall, also das Imperium Bospara. Als das gefallen ist, ist die neue Zeitrechnung entstanden. Gestorben. Wer ist dieser Geber von Punin, der diese Statue da steht? Ihr wisst nicht, wer Gilborn von Punin ist? Er ist Erzheiliger der Praios-Krieger, zudem der Schutzheilige gegen Zauberei. Wenn ihr euch nach Wissen dürstet, so könnt ihr in diesen Hallen noch mehr erfahren. Seht euch doch etwas um und lasst mich dann euer Wissen prüfen. Gut, ich werde mich umsehen, Ehrwürdiger.
Und ja, hier sind auch zwei Sarkophage. Und hier stehen sogar Texte an der Wand. Iamoran, Herr und Greif der währenden Stund, folge den Strahlen und bringe das Licht auf deres Scheib. Schelacha, göttlicher des Gesetzes und der Gebote, halte Wacht im Gefolge des Herrn und bewahre seine Weisheit. Darador, 100-farbiger Dreier des blendenden Lichts, Beschützer des Herrn Antlitz, auf das es immer wahrt. Urisha, Wahrer der Ordnung und des Gleichmaß, vernichte Gesetzlosigkeit und die Willkür des Wesens. Okay. Hier sind noch ein paar Städter. Hier in der Mitte liegt, glaube ich, auch ein... Ne, das Buch können wir nicht lesen. Haben wir jetzt soweit alles aufgedeckt? Ja. Hier drüben gibt es auch noch Texte. Okuri, strahlender Falke, halte Wacht am Firmament während deines Vaters grüner Augen. Horas, wahrer Sohn Uri Uerus, Adler und Rechtbringer, gebe Ordnung und Herrschaft da, wo Chaos herrsche. Garafan, König aller Greifen, behüte die Niederen und gebe ihnen Kraft, auf dass sie des Herrn Gebote folgen leisten. Branibur, hoher Drache, erhebe dich mit eisernem Flügelschlag und hüte die Gerechtigkeit im wachen Geiste. Mhm. Können wir uns ja alles super merken. Da seid ihr ja wieder. Seid ihr bereit für meine Fragen? Ja, bin ich ehrwürdiger. Wer ist der Hüter der Sonne und Bringer des Lichts? Ihr habt recht, doch ich würde euer Wissen gerne mit einer weiteren Frage prüfen. Stellt eure Frage. Wer ist Wahrer von Ordnung und Gleichgewicht in unseren vom Pius gesegneten Welt? Für wahr, ihr habt recht, doch war dies erst meine zweite Frage. Könnte ich meine dritte beantworten? Ja. Wer ist der Beschützer der Sonnenscheibe? Nein, ihr müsst noch vieles lernen. Müssen wir wieder von vorne anfangen? Diese Antwort ist nicht richtig. Also der Beschützer der Sonnenscheibe, den müssen wir jetzt finden. Nein, hier drüben ist er nicht. Und auch wenn ich nur dafür ein paar Abenteurerpunkte kriege, aber Abenteurerpunkte sind sehr wertvoll in diesem Spiel. Also Steigerungspunkte, besser gesagt. Abenteurerpunkte eigentlich auch. Dann habe ich keine Ahnung. Dann versuchen wir es einfach mal durch. Dies ist leider falsch. Ja, für die nächste Frage. Oh, den hatten wir da drüben. Das war Garafan. Ihr habt die Staffel gut studiert. Könnt ihr auch die nächste Frage beantworten? Ja. Wer wacht über die Nachtstunden? Ja, Ukuri, ich muss euch loben. Ihr liegt abermals richtig. Brauche ich nicht weiter zu prüfen. Stattdessen werde ich euch in meine Gebete einschließen. Aber vielen Dank, Ehrwürder. Möge Praios seine Schüsse in der Hand über euch halten. Gut, das hat nichts gebracht. Hier sind nur Städter beim Gebet.
So, dann können wir uns hier mal umsehen. Also hier können wir wahrscheinlich nicht weiter. Halt! Was ist los? Weshalb verstellt ihr den Weg? Aufgrund der kürzlichen Ermordung eines Adligen ist der Zugang zur Grafenstadt für gewöhnliche Bürger und Reisende zu verwahren. Bitte kehrt um. Okay, da geht's in die Grafenstadt. Ja, steht auch hier. Da geht's in den Hafen. Und da geht's zum Silberkrug. Ja, Taverne Silberkrug, Städter.